zu Lucky Recipes. Heute zeigen wir euch, wie ihr aus Kichererbsenmehl und ein paar Veggies ein ganz leckeres, herzhaftes Frühstück zaubern könnt. Die indische Küche bietet sehr viele Inspirationen für vegetarische und vegane Rezepte. Und so haben Robi und ich auf unserer Indienreise nach Rajasthan, das ist da, wo der Palast der Winde steht, Besan Ka Chila kennengelernt. Besan Ka Chila, ja, das müsst ihr euch vorstellen, ist eine Art Pfannkuchen-Omelette, das aus Kichererbsenmehl besteht. Kichererbsen sind in Rajasthan ein typisches Nahrungsmittel und werden sehr vielfältig eingesetzt. Und das fand ich besonders cool, weil ich Hühnereiweiß nicht so gut vertrage und da ist Besan Ka Chila eine sehr gute Alternative für mich. Wir haben das Rezept noch etwas nach unserem Geschmack modifiziert und ersetzen gerne einen Teil durch Weizenmehl. Dadurch wird der Eigengeschmack vom Kichererbsenmehl etwas neutralisiert. Als erstes das Mehl durch ein Sieb geben und dann kommen die Gewürze dazu. Ich mache das ganz basic und verwende nur etwas Schwarzkümmel und etwas Fenchelsaat. Kurkuma gibt dem Teig eine schöne Farbe und ist sehr gesund, wie ihr wisst. Eine Prise normales Salz und zu guter Letzt verwende ich hier noch Gala Namak. Das gibt dem Omelett ein dezentes Eiaroma und ist auch sehr gesund. Nur sehr sparsam verwenden. Um den Teig fluffiger zu machen, verwende ich sehr gerne starkes Sprudelwasser. Alternativ könnt ihr auch einfach ein bisschen Backpulver nehmen und in den Teig mischen, wenn ihr gerade nur stilles Wasser zur Hand habt. Gebt ein wenig Öl dazu, um den Teig geschmeidiger zu machen. Ein Eigelb hat ja auch etwas Fett. Wichtig für den Geschmack, gebt ein paar Veggies dazu. Was ihr gerade da habt, wenn ihr also ein paar Reste habt, Gemüsereste habt, die verbraucht werden müssen, dann ist dieses Rezept ideal dafür. Wichtig ist nur, dass ihr das Gemüse möglichst fein schneidet. Ich habe hier beispielsweise selbstgezogene Sprossen und dadurch wird das Omelette ultra gesund. Noch ein paar Frühlingszwiebeln, Tomaten, frischer Koriander und eine Chili. Zu unserem Besan Ka Chila passt noch ein guter Dip dazu. Ich habe hier ja Mangopickel, das können wir auch mal machen, wenn Sommer ist. Sehr, sehr lecker. Ihr habt gesehen, wie einfach und schnell das ging. Und das mit ganz einfachen, günstigen Zutaten. Wenn ihr mehr solcher Rezepte sehen wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und dann machen wir das. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!